erzähl nochmal vom Gefängnisbus. Alter, ey, die Pan, ne? Das war, welche Friendly Fire war denn das? Das dritte? Das war in Krefeld noch. Ah, das muss das zweite gewesen sein. Ich höre nur die Hälfte von dem, was du sagst, weil ich Kopfhörer aufhabe. Genau, wir waren in Krefeld, das war Friendly Fire 2. Und dann sind wir ja zurückgefahren irgendwie. Also morgens habe ich ein paar Leute mit zurückgenommen. Ich weiß nicht, bis wann das ging, halt wie immer. Und ich glaube so um 3 oder 4 bin ich dann zurückgefahren noch mit ein paar Leuten. Und alle waren im Auto am Pennen, alle haben geschlafen. Und ich fahre so und fahre so. Und beschäftigst du Leute, also zahlst du Gehalt an Leute, die was für dich machen? Ja. Hä? Wie? Nein, ich erwähne sie auf meinem Twitter-Account. Einmal monatlich als Gehalt. Nein, was wollte ich sagen? Genau, wir sind halt gefahren. Und es war halt nachts, auf der Autobahn war nichts los, es war alles frei und ich fahre und fahre und auf einmal die Pan von rechts so, hey, Vorsicht, das Gefängnisbus, Vorsicht! Und ich natürlich, es war die ganze Zeit ruhig, ne, es war die ganze Zeit voll ruhig und ich natürlich so, wow, voll, so halb verrissen irgendwie so ein bisschen das Lenkrad, so, was denn? Dann ist da einfach, das war so ein Autobahnschild einfach so und sie war im Halbschlaf und hat dieses Autobahnschild, was näher kam, dachte sie aus irgendeinem Grund, dass das ein Gefängnisbus wäre. Der dort irgendwo zukommt. Also nicht ein normaler Bus, nicht ein Schulbus, nicht ein irgendein Bus, sondern ein Gefängnisbus, wo Leute irgendwie hinter Gittern sitzen. Der aber rapide schnell auf uns zukam, weil so ein Schild bewegt sich ja nicht. Alter, also das war gefährlich. Das war nicht so gut. Boah, ich hab mich so erschrocken. Aber seitdem sagt sie gar nichts mehr, wenn wir fahren. Ich habe da halt sogar Personen drin gesehen, die mich teilweise angeguckt haben. Was? Alter, die Pan. Adi, ich glaube, ich kenne niemanden mit schlimmeren Albträumen als die Pan. Die Pan hat einfach so Albträume, wo sie... Ich weiß nicht, ob ich das erzähle. Ich mache das einfach mal. Die Pan hat so Albträume, wo sie einfach irgendwo... Sie schläft, aber träumt einfach, dass sie zum Beispiel... auf dem Wohnzimmersofa sitzt, ja? Und sie sitzt ganz normal auf dem Wohnzimmersofa, wie man da halt so rumsitzt, nichts Besonderes, und plötzlich neben ihr einfach so ein Geräusch auf der Wohnzimmerlehne, so. So. Das ist ja, weißt du, einfach so aus dem Nichts. Achso, sie hat im Wohnzimmer geschlafen, aber sie war wach und dann hat sie das so gehört mit der Wohnzimmerlehne, dass da jemand die ganze Zeit so voll laut draufschlägt. Alter. Das sind so furchtbare Sachen, die müsste man sich echt mal aufschreiben. Oder dann hat sie irgendwie erzählt, sie hat geschlafen und dann hat sie irgendwie, und sie meinte auch, sie war da irgendwie schon wieder wach und das hat nicht aufgehört, dass jemand ihr hinten immer wieder an den Haaren zieht. Ich war das nicht. Ne, jemand hat immer hinten immer wieder an ihren Haaren gezogen. Auch als sie noch wach war, ging das noch weiter. Alter, ist es...